So, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Wir sind wieder da, relativ kurzfristig nach dem letzten Livestream, wenige Tage später, hat mich das Spiel ja doch wieder stark gehuckt, dass ich gesagt habe, nee, am Freitag, also am heutigen Tag, am 13.05. spielen wir nochmal QS Expedition 2, weil wir sind ja noch nicht fertig. Und das ist so spannend hier auf dieser Insel, was wir da alles so erlebt haben. Wir sind ja noch auf der Suche nach dem letzten Stück für das Schiff, um die Fugen zu dichten. Das Schiff haben wir gefunden hier oben. Ein uraltes Piratenwrackschiff, Schiffswrack, so rum. Und da sollen wir mit von der Insel fliehen können, irgendwie hier. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt hier zum Wasser bringen soll. Das ist ein Problem, das werden wir später noch lösen. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal hier im Dorf gerastet. Und dann schauen wir mal. Ich danke erstmal Kutulinchen für die Verlängerung ihres Abos. Schon seit 17 Monaten ist Kutulinchen dabei. Herzlichen Dank. Dem kleinen Grauen kann man nicht entkommen. Wahaha. Ja. So, was schreibt Stefanie? Keine Sorge. Kommt die spielbezogene Tastenrage noch. Ja. Das kann schon mal passieren, ja. Das gehört bei mir einfach dazu, ein Stück weit. So. Was, ja, wo müssen wir hin? Wir müssen den Karan-Ring quasi auslösen, dass der uns anzeigt, wo der Gegenstand ist. Ich habe ja die starke Vermutung, also das kann bei aufgedeckten Orten halt schon sein oder bei noch nicht aufgedeckten. Hier ist der letzte Ort, den wir noch nicht aufgedeckt haben und den würde ich eigentlich am liebsten jetzt ansteuern direkt. Und dann gucken wir zwischendurch mal, ob unser Karan-Ring hier schon irgendwie sich anfängt zu drehen. Ja, stimmt, genau, Keto Ninetales. Wir hatten die Dorfbewohner verprellt, da war eine Hochzeit und wir durften dann nach zweimaligem Dauerrasten immer noch nicht gehen, weil die Hochzeit immer noch nicht durchgefeiert war und dann waren die irgendwie sauer. Naja, aber sie sind immer noch ganz wohlgesonnen, also alles halb so wild. So, Yubi schläft noch 40 Tage, die hat also noch ein bisschen was. Wir haben einen Wundverschlusspilz. Wir haben noch einen dieser Totemstäbe übrig, damit wir irgendwie Schaden abwehren können. Aber das kann man nur auf der Karte einsetzen. Bin mir nach wie vor nicht sicher, wie das mechanisch dann sich auswirkt. Ja, wir haben noch einen Kasten, Sanitätskasten, Piratenschatzkarte. Die war noch irgendwie mitgenommen aus dieser Unterwelt, aus der unterirdischen Welt. Die ist nicht mehr aktuell. Gezeitenzauberstab, was macht der nochmal? Aha, der wird das Meer anheben, Zielfeld durch seichtes Wasser ersetzen. Wisst ihr, das können wir eigentlich mal machen, um dieses Lavafeld mal in seichtes Wasser umzuwandeln, damit wir hier nicht Schaden wieder direkt bekommen durch das Schwefel. Den Schwefel? Was hat das ganze Gebiet überflutet? Es sieht auch irgendwie lustig aus, jetzt kommt der Schwefelfluss hier angefahren. Und hier drüben ist dann normales Wasser und hier ist wieder Schwefelwasser. Wie das physikalisch, chemisch funktioniert, das weiß ich auch nicht, liebe Leute. Aber egal. So, einmal müssen wir hier leider über die Schwefelorte hier drüber gehen. Das heißt, wir machen das mal so. Dann gehen wir hier rein. Immer möglichst in Teer eingedeckt sind und dann gehen wir hier drüben zu dem Fragezeichen. 36 Punkte kostet das, ist nicht wenig, aber ja, auf geht's. Bin ich mal gespannt. Blub. Wir sind mit Teer bedeckt und Tugai ist direkt in guter Stimmung, trotzdem kriegen wir Gesundheitsschaden. Ich weiß immer noch nicht, wie das genau funktioniert. Eigentlich sollen wir geschützt sein vor dem Schwefel. Jetzt ist hier irgendwie der Vulkan aktiv und bricht aus und hier ist auch schon Lava wieder. Also der Rückweg wird jetzt hier nur noch oben möglich sein. Aber wir haben das Ziel erreicht. Tatsache, das ist die verfallene Hütte und da müssen wir hin. Oh, haben wir Glück gehabt. Das hätte jetzt auch noch eine ewige Sucherei werden können. Aber Schwefelwasser sind ja Zustände wie bei meinem Wasserhahn. Ja, man lacht jetzt im ersten Moment drüber, aber ich habe gehört, Anfang des Jahres gab es in Hawaii ein Leck bei einer Navy Facility, also bei so einer Navy Militärbasis, und da ist dann Jet Fuel in das Trinkwasser gekommen und die Leute sind ganz schön krank geworden zum Teil davon, oder die kleinen Kinder, die Babys und so. Ui, das waren nicht so schöne Bilder über Ausschläge und KKG. Das ist da kein Schwefel, klar, aber
auch schon ganz schön toxisch. So Jet Fuel, das möchte man eigentlich nicht auf seiner Haut haben. Geschweige denn am besten noch irgendwie trinken oder so. Dann hast du ja richtig Spaß. Also, sowas ist nicht gut. AWSV haben. Was ist AWSV? Abwasser? Und was ist SV? Weiß ich nicht, was Darkwalker meint. Wir gehen mal auf die verlassene Hütte zu. Die Hütte war schon lange verlassen, aber ich hatte wenig Grund, mich zu beschweren. Im Inneren fand ich einen der Gegenstände, die ich brauchte, um das Schiff zu reparieren. Einfach so. Ja, so einfach kann es sein. Es war ein Kessel mit Teer. Ja, Leute, wir haben so häufig uns schon in Teer gebadet, da hätten wir natürlich auch selber schon mal was mitnehmen können. Das ist doch eigentlich... Also Teer hätten wir jetzt genug schon zur Verfügung gehabt. Naja, okay, da brauchten wir dann die spezielle... den speziellen Ort, wo wir das finden können. Interessant. Ah, Dr. Tod, hallo. Schön, dass du auch da bist. Mhm. Stark verklortes Wasser bei euch da in Paris. Oh Mann. Das ist auch nicht schön, ne? Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Weiß ja nicht, wie das in den USA in Hawaii ist. Ist ja sowieso eigentlich mehr oder weniger eine Kolonie der USA. Darf man das so sagen? Also indigene Bevölkerung dort, die darf, glaube ich, auch ihre Ursprache da nicht sprechen und lernen in der Schule. Das ist sowieso alles ein bisschen shady, was die USA da gemacht haben in dem Gebiet. Schon ziemlich krass, wenn man sich mal mit der Geschichte Hawaiis beschäftigt. Die waren eigentlich mal zivilisatorisch im 19. Jahrhundert, glaube ich, schon relativ weit vorne. Dann kamen die USA. Hat nicht so gut funktioniert. Naja, und heute ist das ein Urlaubsort quasi oder ein Tourismusstaat, wo die Reichen dann ihre ganzen Villen da stehen haben etc. pp. Sehr amerikanisch das Ganze, sagen wir es mal so. Nur hier im Apartmentkomplex, das ist natürlich doof, ja. Dankeschön, Dr. Tod. Du bist auch schon 17 Monate dabei. Guck mal, genau wie Kutulinchen. So nämlich. Naja, gut. Then the Fire Nation attacked. Ja, so in der Richtung. Da sagt man mal, Kolonialismus gab es nur bei den Europäern. Ja, nicht so richtig, ne? So, also, wir haben das gefunden, den Teerkessel. Wir können das Piratenschiff jetzt reparieren. Wir sollen zurückkehren. Müssen aber wieder irgendwas aus dem Inventar wegladen. Das ist ja irgendwie bei uns immer so ein bisschen knapp bestellt. Ich gucke mal beim Track. Tja, sollen wir jetzt 3 Fackeln noch wegwerfen? Muss ja sein, so als VIP. Genau, Dr. Tod. Apropos VIP, wie wär's denn mal, wenn du einen vergoldeten Maususschädel von mir bekommen würdest als VIP? Wäre das nicht was, Dr. Tod? Oder eine goldene Maske, die ich mir jetzt von meinen, wie wir eben schon besprochen haben, bevor du da warst, von meinen großen YouTube-Millionen inzwischen ja leisten kann. Oh Mann. Ja, leider, Darkwalker, weil du Moderator bist, kannst du kein VIP-Abzeichen bekommen, ne? Das ist irgendwie schade, aber... Naja... Du weißt ja, ich hab dich ganz doll lieb. Ach ja, die Bruderliebe, ne? So ist das eben. Okay, was werfen wir jetzt weg? Ganz ernsthaft mal, Signalfackel. Ich glaube, dieser Tod im Stab, ich sehe den Nutzen darin nicht, ehrlich gesagt. Das sieht zwar toll aus, ne? Kann Schaden abwehren, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt ohnehin. Er lügt, ohne rot zu werden. Was? Das stimmt doch gar nicht. Wusste, dass sich mein Geschleim hier irgendwann auszahlt. Ja, genau, Cat und Ninetales. Die Fackeln zünden wir an und werfen sie in den Teertopf. Das löst das Inventarproblem auf eine sehr abgedrehte Art und Weise. Mhm. Okay. So, das Piratenschiff reparieren. So, jetzt will mich natürlich die KI hier mit der Wegfindung sofort wieder durch alle möglichen Schwefelorte schicken, wo wir dann immer weiter verletzt werden. Das... Ja, gut, durch die Pilzwälder ist natürlich besonders viel, geht besonders viel Gesundheit drauf, weil wir uns da die ganze Zeit, glaube ich, irgendwie verirren. Der Elefant hier ist nicht gut auf uns zu sprechen. 48 Punkte bis da oben hin, ist ja machbar, aber halt x-mal durch den Schwefelsee. Ist nicht schön, aber ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass wir nicht erkranken. Und ansonsten haben wir noch einen Wundverschlusspilz und einen Sanitätskasten. Also probieren wir es mal. In der Hoffnung, dass unser Freund, der mega schwere Tierschamane mit seinen Kollegen, jetzt nicht nach oben kommt, nach Norden.
Das wäre eine Katastrophe. T-Rex haben wir hier schön schlafen lassen. Hier ist noch ein Fragezeichen, aber mit der ganzen Lava hier drumherum, da werde ich mit Sicherheit nicht reingehen. Das ist mir zu heftig. Ich will hier weg. Also schön diese Insel auch ist, aber Schwefel, Seen und Flüsse und irgendwelche Lavagebiete und irgendwelche Pilzwälder, das ist mir dann doch ein bisschen zu heftig. So, wir sind wieder x-mal mit Teer bedeckt. Aber kriegen jetzt trotzdem 1000-mal... Natürlich kommt der. Okay, der hat den Vogel dabei. Lol. Oh, und Victoria Malin ist direkt in Gefahr und Nare ist in Gefahr. Scheibenkleister und Tugai blutet. Oh, das wird jetzt schwer. Ich denke, wir müssen hier die Gegenstände benutzen. Gut, dass ich die jetzt noch habe. Jetzt wird's richtig interessant. Hat der Schwefel Effekte im Kampf? I don't know. Steht das irgendwo? Ich hoffe nicht, ne? Boah, der macht gleich zweimal Schnappschnabelangriff, Verzeihung. Plus Bonus. Wow, das überleben wir, glaube ich, nicht, oder? Also Terrorvogel hier, ne? So typischer. Natürlich kriege ich hier wieder überall die leeren Würfelseiten. Das kennen wir natürlich schon. Bleibt mir nichts übrig. Die muss ich neu würfeln. Zwei kriege ich noch. Alles Schadenssachen. Das ist aber genau das, was ich eigentlich... Ja, das hier ist Heilung. Ich habe hier eine... Ah, das sind alles Einzelheilungen, ne? Das ist blöd. Ich bräuchte eigentlich fast schon so eine Komplettheilung hier. Wobei, es sind ja zwei Leute. Also, Menschenkenntnis. 10 LP plus 13 pro Blau. Ich kann etwas annullieren. Ich könnte zum Beispiel bei Tugai die Blutung erstmal rausnehmen. Und ihn dann hiermit zum Beispiel heilen. Das ist aber blöd, weil ich dann diese Schildfähigkeit komplett verliere. Und wenn ich das einsetze, wird Tugai sowieso nochmal Schaden bekommen. Dann heile ich ihn zwar um 10 LP, er bekommt aber nochmal um 10 LP, glaube ich, Schaden. Und das geht sich bei 0 aus dann, ne? Glaube ich. Brathähnchen, ein Scavenger. Ein Brathähnchen incoming. 1 bis 2 halbe Hahn zum Mitnehmen. Ja. Ja, wartet mal ab, Leute. Das wird gar nicht so lustig hier. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier ziemlich auf den Detz. Na, immerhin. Er ist jetzt doch geheilt worden. Nicht, wie ich das dachte. Okay, das ist schon mal gut. Dann haben wir am wenigsten LP, also HP bei Nare und dann noch ein paar mehr bei Victoria. Aber es ist echt nicht viel. Also hier kann ich 36 heilen. Die brauchen wir aber auch schon. Da ist sie noch nicht mal voll geheilt. Oh, wir kriegen gleich richtig Probleme, ey. Und hier habe ich 42 Punkte zu heilen. Oh, was will ich denn dann wegnehmen, bitte? Was haben wir denn hier? Großangriff. Aber dann werden wir selbst verwundbarer. Das ist eigentlich nicht gut, weil die Gegner uns jetzt gleich voll angreifen werden. Das wird sowieso schwer zu überleben. Wenn der auf einen Gegner mit 2 Angriffen geht, sind wir dann direkt einer, wird dann direkt sterben. Da haben wir dann zwar 8 Schild, aber 8 gegen 25 plus 12 mal 2 ist auch ein bisschen nicht so viel zum Abwehren. Ja, ich denke den hier, ne? Dann können wir hier 27 heilen. Und hier kann man dann uns selbst betäuben. Das ist ja völliger Bananenblödsinn. Das ist ja total dämlich. Aber was anderes bleibt uns wahrscheinlich nicht übrig. Ja, so kriege ich Victoria immerhin aufgeheilt. Oh Mann. Da muss ich jetzt ganz viele Würfel verschwenden. Ich kann natürlich dies hier nochmal ein bisschen verstärken, wenn ich hier was mitnehme. Aber das geht nur, wenn ich das als Primärwürfel dann einsetze, ne? Genau, dann müsste ich das dazu nehmen und dann haben wir gar kein Schild. Dann kriegen wir zwar Verbrennungsschaden auf die Gegner. Oh, das... Kein Wunder, dass der Stufe 7 Schwierigkeit ist. Das ist eine schwer besiegbare Kombo, gerade wenn man selber am ersten Zug angegriffen wird. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ich muss jetzt ja diesen Speerschild machen. Mehr habe ich jetzt ja nicht zum Verstärken.
Das ist echt nicht viel. Ja, und dann können wir uns mit... Wer ist denn das? Ach, sie hier. Ramöna kann sich selbst betäuben. Als Heilerin ist das eigentlich nicht so klug, ne? Oder geht das dann auf den Gegner, das Betäuben? Dann müsste ich eigentlich auf ihn gehen. Nee, sie betäubt sich selbst. Oh Mann. Ja. Jetzt könnten wir hier noch was einsetzen, um so ein bisschen Brandschaden zu machen. Ich meine, verkehrt ist das nicht. Das ist ja hier ein Kampf, wo wir alles probieren müssen. Verbrennen wir mal ein bisschen den Vogel und den Typen auch. So. Das ist nicht besonders viel, ne? Ja, habe ich mir auch schon gedacht, Stefanie, ob es das wert ist. Aber ich muss den ja einsetzen. Ich werde ja gezwungen, alle Würfel einzusetzen, ne? Man hätte natürlich dann die Kombo umdrehen können und die eigene Verwundbarkeit erhöhen können, um dann den anderen Würfel in so einem Sekundärbereich zu verwenden, weil dann wird man ja nicht betäubt. Ja, da habe ich natürlich jetzt nicht dran gedacht. Zug beenden. Brace for Impact. Oh Gott, 25 Schaden. Aber er macht nur 25. Und nicht 25 plus 12. Das ist unser Glück. Hier haben wir sogar ein bisschen abgewehrt, weil wir den Tropenhelm aufhaben. Also, ja, ideal war das nicht. Weiß nicht, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Mal gucken. Denn ich müssen wir halt laden. Was sollst du machen? Die kann ich eigentlich alle nicht richtig anwenden. Ich glaube, wenn man die als Sekundärwürfel einsetzt, dann... wird man, glaube ich, nicht beschädigt. Aber ich muss den hier primär einsetzen, damit ich Ramöna aus der Sache rausbekomme. Das heißt, wir werden gleich 10 Schaden hier bekommen. Und sollten dann vielleicht nochmal... Wobei, Heilung heißt ja, sie heilen. Und sie hat ja keine Heilung notwendig. Machen wir das mal. Zack, dann kriegt sie 10, genau. Okay, sie hat irgendwie jetzt diesen Würfel neu bekommen hier. Okay. Interesting. So, Ramöna ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Nein, die hat ihren Würfel auch neu bekommen. Und kann jetzt auch wieder einen Charakter säubern, hat aber keine Heilung mehr. Ah, Leute, das ist jetzt eine schwere Aufgabe. Irgendwer wird jetzt geschwächt. Das ist egal. Kreischende Raserei, irgendeinen Charakter schwächen ist nicht so schlimm. Ja, die heißt doch... Ramöna, das ist doch Ramöna, oder? Auf Französisch? I don't know. Überladen, Spielstand laden, der Stream hat heute ein Leitmotiv, ja. Zündi. Mhm. Tja, oder würfelt man den nochmal neu aus in der Hoffnung, dass hier das Heil, die Heilseiten kommen? Eine davon. Oder will man eher die Blutung hier säubern? Der Vorteil jetzt ist, ja, ich kann dann sogar noch Leute heilen. Nämlich hier Victoria vor allen Dingen, die hat ja schon 20 Punkte ausstehend. Dann hat man nämlich den Vorteil... Na gut, wenn sie sich selber heilt, muss ich das aber nicht unbedingt verwenden hier. Weil das geht ja danach weg hier, der Blutungszustand von dem Würfel, ne? Das Demoralisieren wäre dann noch möglich, weil das geht von ihr in diese Runde ja wohl eher nicht weg. Oder habe ich hier sonst noch was? Schildschaden, der nützt uns gar nichts. Das kann ich eigentlich neu würfeln lassen. Da wäre Flankenangriff. Ja. Ist aber beides doof irgendwie, dieser Würfel. Schaden 8. Oder verwundbar machen des Gegners mit einem Schildschaden 10. Und Schaden 8, das ist eigentlich alles. Ist nicht so substanziell. Ist wieder mal schwierig. Also dieses Würfelgame, das ist wirklich total interessant, weil man da so viel mit vorausberechnen muss, manchmal, damit das halt bei so knappen Kämpfen auch irgendwie ausgeht, wie man das will. Aber ich würde schon sagen, wir machen das dann so. Heilen uns hier direkt um 15. Also die Victoria. Dafür, ja, sie kriegt trotzdem den Blutungsschaden. Wie blöde. That's not good. Überhaupt nicht gut. Schwacher Schlag von unserem Hauptcharakter Paul Henri. Hm. Bin
beliebiger Charakter. Blinde Wut, Stärke 25, verwundbar. Das heißt also, der wird gleichzeitig auch schwächer, der Mann, der Charakter oder was auch immer. Wir nehmen halt Zermalm von Ramöna noch. Wir könnten noch vorher Stärke einsetzen von Victoria. Allerdings ohne Verstärkung. Dann einfach mit Ramöna voll draufhauen mit dem maximalen Schaden plus Blutungsverstärkung halt, ne? Wobei Schaden 8 jetzt ja auch mit den Boni hier nicht so toll skaliert. Aber mehr Schaden kann ich hier, glaube ich, nicht machen. Das ist Schaden 5, hier ist Schaden 8, Schaden 8. Das ist genau dasselbe Schaden 8. Der Schaden kriegt natürlich 8 plus 10 plus 10. Aber da wir eh nur 2 kriegen, maximal, sind das nur 18. Und Ramon, Nave kriegt dann hier nochmal Schaden. Das ist alles nicht so toll. Meine 18 plus 25% ist jetzt ja auch nicht so riesig. Macht bei diesen LP-Werten hier erstmal noch nicht den richtigen Unterschied, ne? Da würde ich bald sagen, wir richten alles auf die Zermalmungsangriffe von Ramöna lieber aus, weil wir müssen ein bisschen... Achso, das kann man ja auch auf den Gegner anwenden. Hier, das Problem ist nur, wir machen den Gegner um 25% stärker beim nächsten Mal. Das ist also ein bisschen... Er wird halt verwundbarer und stärker. Hier kriegt man halt schöne Blutungswerte drauf. Bei den beiden Angriffen. Da könnte man jeweils diese hier als Zusatzwürfel nehmen für extra Blutungsschaden bei beiden. Und wenn man das... Warte mal, wer hat denn den Angriff? Diesen hier? Das ist doch Ramöna, genau. Und dieser hier ist von Tugai. Ich denke, mehr Schaden macht ja Ramöna. Dann genau, dann kriegt sie auf jeden Fall jetzt die Stärke. Dass ihr Angriff noch ein bisschen aufgepumpt wird. 8 plus 2 und dann nochmal den 11 Blutungsschaden, der leider nicht mit skaliert dann. Also der wird nicht mit aufgewertet, aber... Ja, ist jetzt die Frage. Der Tierschamane oder der Riesenvogel? Der Riesenvogel ist der Damage-Dealer und der Tierschamane ist halt... Ups, Verzeihung, ist halt der Buff-Typ, ne? Die sind halt beide irgendwie nicht so angenehm gerade. Und beide auch weit davon entfernt, umzukippen. Oh Mann. Ach komm, wir gehen auf ihn. Der Tierschamane ist schuld, der muss auch leiden. So, was haben wir hier noch? Speerstoß müssen wir eh verwenden. Die kriegt eh den Schaden rein, das ist echt... Aber mit ihr können wir wenigstens hier 10 plus 8 nehmen, also 8 plus 10. Alles auf ihn. Dass der möglichst schnell weggeht, ja. Das ist 39. Wenn die jetzt angegriffen wird, das kann fast schon vorbei sein. Für sie nicht ganz, aber fast. Blutung 21. Ja, ich weiß, ich habe den Vogel noch nicht wirklich gut angetickert, aber ich will jetzt auf jeden Fall, dass der so schnell wie möglich droppt. Also den Abgang macht. Ja, immerhin Blutung 32. Brand hat er noch 2 Runden. 2 Schaden, ja, das geht jetzt runter. Und 54 Lebenspunkte. Man könnte jetzt nochmal wieder ein bisschen was mit Brennen machen. Ich denke, weil wir das halt haben und jetzt danach nicht mehr kämpfen, können wir das durchaus nochmal machen. So, dann kriegt er das sogar addiert, sehr schön. Und du hinten kriegst auch nochmal was. Zack. Damit die hier ein bisschen Schaden über Zeit noch reinbekommen. Ach, die muss ich ja auch noch würfeln. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ne? Oh, schade. Ja, gut, okay. Das war eh, Banane hat sich eh erledigt, Zug beenden. Gibt's wieder nix. Kein Glück für uns. So, er stärkt noch den Typ um 50%. Nein! Und wir werden geschwächt. Na gut, das ist erst für nächste Runde, aber das war kein... Wow, 37 plus 10. Oh Gott. Dafür ist er direkt umgefallen, durch die viele Blutung jetzt. Ja, toll, aber er hätte seinen Buff natürlich trotzdem noch auf den Vogel bringen können. Das war natürlich jetzt nicht so... Das hätte besser laufen können. Man kann jetzt natürlich noch fliehen, aber ich hoffe, dass wir das einfach jetzt irgendwie packen, diesen Vogel zu besiegen. Weil wir haben wieder kein Glück mit unseren Würfeln. Das müsste neu gemacht werden. Ach, das kann ich gar nicht neu würfeln, ne? Stimmt, weil der keine fehlende Würfelseite hat. Ich hab's vergessen.
dammit, wir kriegen keine Heilung und die stirbt gleich. Wenn der auf die geht, ist die tot, die Victoria. Nee, die ist tot. Ich muss ja die Würfel einsetzen. Ich kann ja gar nicht anders, ne? Nee, ich kann den Zug auch so schon beenden. Okay, das war jetzt eigentlich dumm von mir. Ja, okay. Sehr dumm sogar. Aber immerhin haben wir jetzt eine neue Chance und sind nicht mehr hier am Bluten mit den Würfeln. Das muss ich mir mal merken. Man muss die also doch nicht einsetzen. Das war mir jetzt nicht so richtig bewusst. Tja, sie muss sich erstmal selber heilen und dann auf jeden Fall Tugai mit der Heilung hier. Aber sowas von wichtig. Auf geht's. Ramona heilt 60 von 70. Ja, und hier haben wir leider nur 23 LP für Tugai. Das ist nicht viel, aber es muss reichen. Ich habe wieder vergessen, die Dinger zu würfeln. Das hätte ich vorher machen sollen. Das war jetzt dumm. Haben auch wieder nicht so viel Glück. Gut, das hier sind natürlich 50-50 Chancen, ne? Wir könnten uns wieder ein bisschen schützen. Und wir könnten eine Schwäche noch rausnehmen. Und zwar brauchen wir gar nicht. Doch, von Nare könnten wir die rausnehmen. Den Vergeltungsschaden, der hat 7 Punkte Abzug. Das könnten wir jetzt rausnehmen. Und sie dann gleichzeitig auch noch hiermit heilen. Weil verwundbar auf ihn machen für 19% finde ich lohnt sich jetzt nicht. Oder man lässt die Heilung und nimmt einen höheren Vergeltungsschaden auf das Schwert hier, ne? Das wäre also auf den Speer. Machen wir das mal so. Annullieren wir die Schwäche. Dann verstärken wir sie nochmal ein bisschen um 25%. Immerhin. Besser als nichts. Dann haben wir hier Vergeltungsschaden 29, Schild 8, das ist nicht verkehrt. Bestätigen. Gut, das heißt, wenn sie angegriffen wird, ist das gut. Und dann können wir nochmal einen Großangriff machen, 13 Schaden, uns aber verwundbar machen mit Teacup. Das wäre aber nicht schlimm, wenn er auf Teacup geht, der hat ja noch viele HP im Vergleich zu den anderen meisten. So, jetzt müssen wir eine Riesenvogel nämlich langsam aber sicher mal down kriegen. Ich werde die hier noch nicht verwenden. Weil ich hoffe, dass wir mal mit den Würfeln kombinieren können. Genau. Okay, hat wieder die Schwächegeschichte gemacht. Das ist aber okay, weil dann macht er nur einmal Schaden. Damit kriege ich die Gruppe, glaube ich, überlebt. Also, dass die überleben können. Uff, aber es wird zunehmend nicht einfacher. Ah, der Vogel brennt noch mit 6 Schaden pro Runde, hat jetzt noch 125 von 180 Hitpoints. So. Ja, wir haben wieder zweimal Heilung zur Verfügung. Verzeihung, das brauchen wir auch. Für Nare und für Tugai oder Teacup hier. Und die Frage ist, wer soll zuhauen? Da hat eigentlich wieder Teacup hier gute Aussichten mit 13 Schaden plus 18 Verstärkungen. Da kann er die beiden dazu nehmen, dann hat er 13 plus 2 mal 18, ne? Und dieses Ding hier werden wir dann kombinieren, den heroischen Schwinger mit Flixi zusammen. 27, muss ich gerade mal rechnen. Ja, brauchen wir sowieso, das reicht bei ihr schon nicht bis 70. Geht auf 66 hoch. Und dieses Ding hier erhöht die Statuseffekte um 27%. Ah ja, okay, im Fokus der Geister. Das macht aber nur bei positiven Effekten für uns Sinn oder bei negativen für ihn, ne? Was haben wir denn noch hier? Wir können einen Statuseffekt hier wegnehmen. Gesagt, dass wir den Großangriff machen wollen. Das heißt also, den Gegner verwundbar machen wäre hier auch nicht verkehrt. Dann brauchen wir eigentlich die Schwäche bei den Leuten noch nicht wirklich reduzieren, oder? Nicht unbedingt. Könnte man eigentlich fast schon den hier machen, oder habe ich jetzt gerade einen Denkfehler? Weil dann haben wir den so verwundbar gemacht, den Vogel, vor dem Angriff. Das müssten wir doch eigentlich hinkriegen, oder?
Kann ich den noch neu würfeln? Ja, den kann ich noch neu würfeln. Alle anderen will ich jetzt gar nicht neu würfeln. Die passen mir eigentlich schon so. Aber wir haben natürlich kein Glück. Neu. Geht nicht. Ich hätte gesagt, wir machen das mal so. 67% Verwundbarkeit auf den Riesenvogel. Und jetzt müssen wir es doch eigentlich schaffen, seinen Statuseffekt damit noch schlimmer zu machen mit dem Ding hier. Wäre natürlich toll, wenn wir noch mehr blaue Seiten hätten, aber ich muss natürlich dran denken, dass ich hier mit 23 LP jetzt noch Tugai heilen möchte. Das sollten wir auch ganz diszipliniert tun. Im Fokus der Geister. Ah, kriegt mehr Verbrennung und mehr Verwundbarkeit. 85%, sehr schön. So, dann heilen wir jetzt nochmal Tugai. Oder Teacup, ich weiß es nicht. Es ist gehüpft wie gesprungen, weil ich nicht weiß, wen er gleich angreifen wird. Mit Schnappschnabel. Machen wir mal Tugai ein bisschen. Verarzten wir den. So. Jetzt haben wir wieder so einen Schadenswert auf Doom, der aber nicht reicht, um ihn aus den Latschen direkt zu hauen. Aber ich glaube, nächste Runde müsste der mit Verbrennung schaden, oder? Nee, das reicht auch nicht. Das sind ja 91 Schadenspunkte. Er hat 125, verliert jetzt 8. Schade, reicht noch nicht. Aber wie viel Verwundbarkeit kannst du verursachen und dann bei einem starken Angriff die Schwäche entfernen? Wie meinst du das, Stefanie? Das ist jetzt ein bisschen verzögert gewesen. Ich weiß nicht genau, wie du das meinst. Weil Teacup ist ja der Einzige, der gar keine Schwäche hat, ne? Also deswegen habe ich jetzt ja auch gesagt, dann soll er diesen tollen Superangriff hier für diesen Großangriff, weil der halt auch am meisten Schaden an sich schon gibt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Nee, genau, hätte auch nicht gereicht, ja. So, 34. Ja, leider reicht es auch nicht. Ich meine, ich könnte natürlich, aber das bringt mir nichts, die Verbrennung hier um 8 Punkte zu erhöhen. Dann hat er 16, deswegen stirbt er ja trotzdem nicht. Müssen wir leider noch einen Angriff wahrnehmen. Und wir sind jetzt echt schwer verletzt mit den Charakteren. Es ist also irgendwie ein bisschen blöde, weil wir verletzt aus dem Kampf jetzt raus müssen bis zum Piratenschiff noch, ne? Was ist das denn hier? In der Zeit einfrieren, Verbündeter, 10 LP heilen. Ja, da kriegen wir zumindest mal lange geheilt. Ich meine, einen Verbandskasten haben wir und einen Wundverschlusspilz. Also zwei Charaktere kriegen wir noch geheilt, aber wir müssten eigentlich drei jetzt noch kriegen. Plus er wird am besten direkt sterben müssen. Dann würde ich... Ach, das kann ich alles nicht neu würfeln wieder, weil das ja diese gelben Würfel sind. Die haben ja volle Seiten. Da darf man dann nicht neu würfeln, ne? Das ist diese Spezialregel. Ja, sollten wir eigentlich schauen, dass wir die am meisten Verletzten heilen. Ich weiß, sonst ist der Kampf zu Ende, das weiß ich. Danke, Stefanie. Das habe ich inzwischen mir gemerkt, da habe ich so schmerzhafte Erfahrungen mitgemacht. Das habe ich mir sehr, sehr gut gemerkt. Tja, 12 plus 15, was hat er denn hier? 42? Kann er hier noch kriegen? Er hier 21? Ja, 21, genau. Oh Gott, was bin ich heute im Kopf reden? Schlecht. Stärker und verwundbar machen, ja. Ich meine, den kriegen wir jetzt eh down, den Vogel. Das ist jetzt nicht das Problem, aber halt, ich kann jetzt nur einmal heilen und auch nur einen Charakter. Das ist halt keine Massenheilung, leider. Und das andere kann ich nicht mehr neu auswürfeln, weil die alle volle Seiten haben. Ist nicht so toll. Ich kann die anderen Sachen noch würfeln, aber auch da ist ja keine Heilung drin. Ich mach das jetzt mal spaßeshalber. Aber das ist eigentlich sehr witzlos alles, ne? Hier kriege ich noch einen Großangriff raus, aber hier hätte ich höchstens noch... Ja, hier könnte ich noch auf Heilung hoffen durch den Sekundäreffekt mit einem zusätzlichen Würfel. Also hier würfel ich auch mal neu aus. Das ist so die letzte Chance, die ich hier noch habe. Auf irgendeine Heilfunktion. Und ich kriege sie tatsächlich noch zusammen. Tatsache. Aber ich bekäme höchstens 20 LP geheilt. Dann hat er noch 2 Punkte übrig. Dann hätte ich ihn aber schon fast geheilt. Oder ich mache es so und heile Victoria mit dem Dingen.
Oder ich heile einen der Charaktere und T-Cup teilweise. Ich habe jetzt echt viele Möglichkeiten hier, aber... Was ist das eigentlich für ein Ding hier? Fluch der Geister nochmal. Ach ja, das gibt Gift und Schwäche, ja. Gut, das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Und dieses Ding hatten wir gesagt, das gibt ja hier auch irgendwelche Schäden. ...27 LP. Das würde ja zumindest bei ihm schon mal reichen. Komm, jetzt heilen wir ihn einfach mal. 65 hat er, der hat nämlich noch nicht so viele HP. Ja, dann müssen wir hier sekundär irgendwie 20 LP heilen. Oder 10 und dann Schaden, aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Ich versuche ihn mal so stark wie möglich hochzuheilen, also mehr kann ich jetzt eigentlich nicht machen. Das ist ein bisschen blöd, aber mehr Optionen habe ich jetzt leider nicht. Da der Typ jetzt sowieso down gehen wird und ich will ja nicht nochmal 2x25 Schaden fressen, das hilft mir ja auch nicht, weil mehr wie 2 Heilwürfel kriege ich nun mal aus der Gruppe aktuell nicht raus. Das macht also wirklich auch nicht so viel Sinn. Komm, wir schwächen den zuerst noch und geben ihm Gift, dass wir ihn richtig leiden lassen. Mit dem Angriff machen wir ihn platt. Ja, los. So, mein Freund. 14 Punkte. Jetzt wirst du richtig schön mit 27 plus 18 aus den Socken gehauen. So, alle sind ein bisschen angeschlagen. Ja, ein Teil davon. Ich durchsuche die Toten nach Wertgegenständen. Ja, mal gucken. Ja, tot sehen die mir jetzt noch nicht aus, aber... Da unten im Schwefel abgammeln ist jetzt auch nicht so toll. Ja, das Problem ist wieder... Oh, ein geheimnisvolles Ei. Ach, gegen was tausche ich das jetzt? Das geheimnisvolle Ei. Vielleicht gegen die letzte Signalfackel oder gegen die letzte normale Fackel. Ich hätte jetzt... Das Ding ist ja, wir müssen ja gleich den Wundverschlusspilz und den Dings benutzen. Wir können ja sogar 2 Gegenstände da mitnehmen, weil wir die ja verlieren, die anderen. Und dann nehmen wir mal die riesige Feder mit. Und nicht alles nehmen diesmal, bitte. Danke. Okay. So, und dann müssen wir jetzt arbeiten. Heilen. Ich denke, der Sanitätskasten für uns selbst. Für Paul-Henri. Und dann werden wir den... Wieso kann ich das hier nicht verwenden? Was ist das? Ich muss erst hier raus, aus irgendeinem Grund. Und dann wieder rein. Okay. Und dann kann ich hier... Ja, ich glaube, Victoria hat den meisten Schaden, ne? Ja, Victoria soll geheilt werden. Das sind die beiden wichtigsten auch aus der Truppe hier. Die müssen definitiv am ehesten überleben. Okay, und dann steht uns der Weg eigentlich ja offen. Für die letzten 13 Punkte. Ich würde sagen, zur Feier nehmen wir nochmal einen Whisky. Einfach so, weil wir es können. Und dann geht's hier oben Richtung Schiff. Aber wisst ihr was? Das heben wir uns noch für eine nächste Folge auf. Denn ich habe jetzt hier eine sehr lange Aufnahme gemacht. Aber ist auch nicht schlimm. Schwerer Kampf, aber auch den haben wir geschafft mit unseren ganzen kombinierten Heilfähigkeiten und vor allen Dingen auch dem guten Schadensoutput jetzt zum Schluss. War das machbar. Okay, also bis zum nächsten Mal. Für die YouTube-Zuschauer bis zur nächsten Folge. Macht's gut!